Ich wusste nicht, was passieren wird durch diesen Skatepark, aber ich wusste, dass etwas passieren wird. Also Musterbrecher legen ihr Augenmerk auf das Nicht-mehr-Tun und lassen weg. Ja, sie kultivieren das Weglassen. Jahre Musterbrecher. Und wir blicken in 10 Episoden auf diese spannende Zeit zurück. Viel Spaß. Im Herbst 2019 hatte ich mir meine beiden Arme gebrochen beim Fahrradfahren und hatte eigentlich ein Treffen vereinbart mit Ulrike Reinhardt. Das musste ich dann deshalb leider verschieben. Ulrike Reinhardt, ein Mensch, den wir damals das erste Mal kennenlernten. Eine Dame, die ist phänomenal, wahnsinnig viel Energie und ist so um die 60, glaube ich jetzt. Aber es spielt gar keine Rolle, kommt hier aus der Ecke, wo wir jetzt sind, aus Heidelberg, und hat sich in die ganze Welt vernetzt. Es gibt sogar Stimmen, die behaupten, sie wäre eine der ersten deutschen Digital Natives gewesen, weil sie bereits in den Ende 80er Jahre Internetzugang hatte, weil sie damals in Sausalito, nördlich von San Francisco lebte. Und dort eben durch Zufall in so eine Community reinkam und seitdem den Vernetzungsgedanken in die ganze Welt lebt. Das ist aber nur die Vorrede. Das Eigentliche, weshalb wir sie kennenlernten, war, sie hat ein indisches Dorf, das in einer jahrtausendealten Tradition, wie alle indischen Dörfer eigentlich, drinsteckte zwischen einer Kaste, unterste Kaste Landarbeiter und den Adivasi, also den Ureinwohnern, eine ganz strikte Trennung zwischen beiden Gruppen. Und sie hat es aufgebrochen durch einen Musterbruch, den, glaube ich, auf die Idee wäre keiner von uns gekommen. Sie hat nämlich mitten in dieses Dorf einen Skatepark gebaut. 500 Quadratmeter betonierte Rampen und Geländer und Slides und was auch immer es da alles gab oder gibt noch heute. Ist ja erst ein paar Jahre her, also 2014 hat sie das gestartet. Und dieser Skatepark, in dem die Kinder dieses Dorfes zusammenkommen können, der hat diese Kultur komplett verändert. Und was mich fasziniert hat, war, man muss dazu sagen, von diesen Dörfern gibt es ungefähr 600 bis 700.000 in Indien, immer so 1.000 Einwohner. Und gerade in der Gegend spielen Mädchen zum Beispiel nahezu keine Rolle. Und sie hat einen harten Pol gesetzt an diesem Skatepark, der hieß Girls First. Wann immer ein Mädchen skaten will, kann sie zu jedem x-beliebigen Jungen gehen und kann sagen, Girls First. Und dann muss der, egal wie groß und wie alt der Junge ist, dem Mädchen sein Skateboard geben und das Mädchen da fahren. Und diese Wertschätzung der Frau oder in dem Fall des Mädchens führte sofort dazu, dass die Jungs erkannt haben, zumindest erstmal am Skatepark, haben Mädchen ein ganz anderes Gewicht wie sonst in der Gesellschaft. Und daraus hat sich so viel verändert in diesem Dorf. Also die Kastengrenze hat sich aufgelöst. Es entstanden wirtschaftliche Ideen, auch von den Jugendlichen. Schule bekam einen ganz anderen, ja, wie sagt man, ganz anderen... Überhaupt eine Relevanz erstmal. Ja, überhaupt eine Relevanz oder eine ganz andere Relevanz. Und eben mittlerweile sind in dem Dorf zumindest mal die Zwangsverheiratung von Mädchen zurückgegangen. Also ganz tolle Initiative. Gelungenes Sozialexperiment. Ja. Und es nochmal, weil das ja auch häufig vielleicht auch manchmal extra falsch verstanden wird, wir sagen ja nicht, dass die Menschen zu Versuchskaninchen gemacht werden sollen, sondern dass man ein experimentelles Setting schafft, in dem Dinge entstehen können. Mit den Menschen auch. Mit den Menschen zusammen und auch von ihnen initiiert. Ja. Das, was du gerade gesagt hast, wir übersetzen es ja dann auch in die Unternehmenswelt, weil teilweise wundern wir uns ja auch, warum so diese InnoLabs und diese ganzen Hubs und wie die alle heißen, die man dann 1000 Kilometer entfernt vom Unternehmensstandort errichtet in Berlin, Barcelona, Tel Aviv, warum die so wenig gut laufen. Und um die Brücke schnell zu schlagen, in Janwar, in dem Dorf, von dem du erzählt hast, hat man ja dieses Experiment, diesen Skatepark, dieses Lab in Anführungszeichen, mitten ins Dorf gebaut. Und das ist genau der Punkt. Und dann hast du Reibungsfläche, also du hast das neue Experimentelle inmitten der alten Logik, die aber durch das Experiment massiv irritiert wird. Genau. Und durch diese Pole, du hast gerade einen genannt, Girls First, der andere eben No School, No Skateboarding,
der macht, setzt den Rahmen dieses Experiments. Und durch diese Reibung ist sozusagen ganz, ganz viel passiert. Und man sollte, glaube ich, also aus unserer Sicht, daraus lernen, von dieser die Idee Abstand zu nehmen, dass man die Innovation irgendwo auslagert. Das sind dann die jungen, wilden Lego-Spieler, die 100.000 Klebezettel an Glaswände ballern. Auf der einen Seite. Und die soll dann das Haupthaus oder das Stammunternehmen irritieren. Die Idee ist gut, aber gefährlich ist eben die räumliche Trennung. Und das ist in diesem Beispiel eben ganz anders. Und da haben wir dann auch in Managerseminare zwei Jahre später, dann, genau. Ich glaube vor eineinhalb Jahren, einen entsprechenden Artikel dazu geschrieben. Ja, super Beispiel. Ich glaube, das war es jetzt tatsächlich wirklich für 17 bis 19. Und ich würde gerne tatsächlich mit einem Zitat von Ulrike Reinhardt enden wollen, die sagte zu ihrem sozialen Experiment: Ich wusste nicht, was passieren wird durch diesen Skatepark, aber ich wusste, dass etwas passieren wird. Und das finde ich einen schönen Abschluss für diesen Zeitraum. Ja, setze ich jetzt nichts drauf. Gut. Also, in diesem Sinne, tschüss und Prost. Bis bald.